Herzlich willkommen. Heute zeige ich euch die DaVinci Code Complete Box aus Japan. Wie hoch die Limitierungszahl ist, kann ich nicht genau sagen. Ich schätze mal, die dürfte limitiert sein. Wahrscheinlich vielleicht so 20.000, 30.000 Stück. Irgendwie sowas, denke ich mal. Ein relativ großes und schweres Boxset. Hat auch so einen Plastikschuber. Also nochmal zum Schutz. Wirklich sehr schön. Hier haben wir dann nochmal die Seitenansicht. Oben haben wir dann nochmal so ein paar Notizen, weil es ja wie so ein Buch aussehen soll. Ganz nett gemacht. Vorne haben wir dann die Rückseite, hier nochmal den Inhalt. Wie gesagt, so ein Krypttext in so einer schönen Box, so ein Notebook, also Notizbuch und halt ein Digipack. Ja, hier vorne halt, ich schätze mal, eine Kurzinfo. Und hier unten halt Sprachen, wahrscheinlich Englisch oder so, ich weiß es nicht genau. Ich kann es ja nicht lesen. Und was ich, wie gesagt, bei allen japanischen Boxen schön finde, einfach hier den Tesafilmstreifen entfernen. Und man macht eigentlich nichts kaputt. So. Here we go. So, dann packen wir das mal aus, vorsichtig. Wie ich schon gesagt habe, ist ein Plastikschuber. Kann man direkt hier entfernen. Und dann haben wir hier so eine Art Banderole oder so ein Backpaper halt. Sieht natürlich jetzt sehr schön aus ohne die Folie. Und das ist wirklich sehr schön. Vorne die Seitenansicht steht nochmal The Da Vinci Code. Das fühlt sich wirklich sehr schön an. Einmal aufgeklappt. Hier nochmal so eine Paris-Stadtkarte. Hier dann der Eiffelturm und so weiter. Wir wollen natürlich jetzt den Inhalt uns angucken. Gucken wir uns mal zuerst das Digipack an. Disk 1 die Extended Version, Disk 2 Special Features und Disk 3 ist The Da Vinci Code Museum. Hier haben wir dann so ein paar, keine Ahnung was das ist, irgendwelche Hinweise. Hier ist dann Disk 1, die Extended Version. Schöner Hintergrunddruck. Und hier ist die Disk flöten gegangen. Das ist Disk 3. Sieht auch sehr schön aus. Und Disk 2. Und so sieht das nochmal aus. Sehr schick. Und hier haben wir nochmal die Rückseite. Also wirklich ein schönes Digipack. So, dann haben wir hier das Notizbuch. Glänzend, auch so ein Prägedruck, so ein Prägemuster. Auf der Rückseite sieht es genauso aus. Da blättern wir jetzt einmal ganz kurz durch. Das ist ja viel zu viel jetzt hier. Das sieht wirklich cool aus. Hat noch einen schönen Druck hier. Also es wirkt auf den ersten Blick echt, sage ich mal. Leere Seiten. Also sehr schön. Die ersten zwei, drei Seiten kann ich euch mal eben kurz mal so zeigen. So, dann natürlich das Highlight dieses Boxsets ist natürlich der Kryptex, kommt hier in so einer schönen Box. Ich dachte, die Box wäre eigentlich aus Holz. Ist aber aus Pappe und hat dann hier diesen Druck oder halt diesen Papierdruck draufgeklebt. Sieht aber dennoch sehr schön aus, auch irgendwie hochwertig. Hier steht dann nochmal drin The Da Vinci Code. Und es ist auf jeden Fall schon stabil. Sieht sehr nice aus. Und hier ist der Kryptex drin, nochmal in so einer geschützten Plastikbox, damit dann hier auch nichts kaputt gehen kann. Hier ist nochmal der Inhalt.
Das ist leider, wie man hier sieht, schon überall ja, kaputt durchgebrochen. Ich muss aber auch sagen, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das Ding ist richtig schwer, ist auch aus Metall. Also kein Plastik-Billig-Scheiß. Also das ist wirklich Metall. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier irgendwie wirklich noch was eingeben muss. Also das lässt sich ja wirklich alles drehen. Ich bin jetzt ehrlich gesagt total überfragt, wie ich das hier aufkriege. Ja, ich probiere mal und melde mich dann zurück. Sollte man wahrscheinlich nicht machen. Ich mache es jetzt aber. Ich schraube die Schraube los. Ich habe echt die Schnauze voll hier. Truth. Ist auf jeden Fall Truth. Ja, das ist Truth, muss man eingeben. Ich habe dafür jetzt ein wenig länger gebraucht. Wie eine kleine Botschaft. So. Ja, Secret of the Cryptext.jp. Congratulations. Ja, kann man wahrscheinlich jetzt irgendwie den Code eingeben. Ob man da jetzt noch gewonnen hat, weiß ich allerdings nicht. Zuerst haben wir auf jeden Fall die URL eingeben, halt, wie gesagt, habe ich ja gerade vorgelesen, als zweitens die ID. Ja, mal schauen, ob ich es mache oder beziehungsweise ob es noch geht. Ja, ziemlich coole Sache. Ungefähr so eine, ja, Hand groß oder Faust groß, je nachdem. Ja, vom Gewicht her wirklich schwer. Cooles Teil, schön verarbeitet. Also gefällt mir wirklich sehr gut. Außer das mit dem Plastik, weil das ist kaputt. Hält irgendwie nicht so optimal, also das ist ein bisschen schlecht gelöst. Ansonsten sieht das wirklich sehr schön aus, das Ganze. Können wir jetzt einfach wieder hier drin verstauen. Zack. Einmal noch kurz eben die Rückseite. Ich weiß nicht genau, ob ich die schon gezeigt hatte. Das hier ist die Rückseite. Wirklich sehr schön. Wieder hier rum und dann machen wir einmal den Pappschuber wieder drum oder den Plastikschuber. Nette Sache, vor allem auch mit dem Plastikschuber könnte man sich jetzt so ins Regal stellen. Ich werde natürlich wieder die Plastikfolie drauf machen. So, ja, ein sehr, sehr schönes Boxset, kann ich nur empfehlen. Ja, das war's auch schon. Cooles Boxset. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Tschö.